Ja, das können wir. Vampire? Ob die mich angreifen? Ich weiß es nicht. Oh, ich dachte gerade, der hat sich umgedreht. Ich wollte schon zum Bogen greifen und ab und losschießen. Der dreht sich die ganze Zeit. Der macht Party hier. Schaut es euch an. Der macht Party. Komm, mach nochmal. Dreh dich im Kreis. Wo wir von dem Feuerdrachen sprechen, ne? Ich glaube, dass ich von dem hier angegriffen werde. Oder von dem da. Das muss doch jetzt gerade Schleichen ordentlich bringen. So wie ich hier rumstehe und die mich einfach nicht sehen. Sneak. Ja, 1%. Das war noch vom letzten Mal, ne? Von der letzten Aufnahme. Wo wir Miramilo befreit haben. Das war dann vor zwei Aufnahmen. Hey, Morrowind, ne? Kann ich nur mal wieder sagen. Wenn der da unten ist, werde ich den da, glaube ich, mal... Ich sag mal begrüßen, ne? Hallo sagen und ihn eventuell einen Pfeil in den Rücken rammen. Noch hat er uns auf jeden Fall nicht gesehen. Noch sind wir ganz gut mit den Schleichen dabei, ne? I could kill that girl. Those boots are ruined. Verdammte Illusionszauber, ne? Die hat einen cool Viper Blade, Poison. Was hat sie hier noch? Expensive Shoes. Extravagant Rope. Dispose Rope. Corpse, Entschuldigung. Und was ist hier? A Less Rude Song. Ein nicht ganz so unhöfliches Lied. Ein paar Rollen. Ein roter Dings, Decorative Plate. Was haben wir hier drin? Nichts. Trapped. Noch eine Urne mit. Restore Fatigue, Restore Health, Restore Magicka. Fortify Strength. Detect Animal, okay. Frost Damage, Damage Luck. Ja. Nehmen wir mal alle, dann können wir die wieder ein bisschen auslegen. Und hier haben wir noch was für unser Diebesherz, für unser Diebesglück, den hier wollen wir verwenden, den Apprentice. Lockpick failed, Success. Und dann brauchen wir noch die Sonde. Wo ist die Sonde? Die Sonde. Haben wir noch irgendwo eine andere Sonde, eine benutzte oder? Oder eine, die nicht. Apprentice, das reicht aus, ne? Journeyman hier. Komm, zack. Speichern. Aha. Corpse Preparation. Corpse Preparation 1 und Teil 2. Lecker. Und ein Pitcher. Und noch ein paar andere schöne Sachen. Nehmen wir mal alles mit. Warum nicht? Schauen wir dann mal später vielleicht sogar nochmal rein. Na, da kommt doch schon wieder der Flammatron nach. Mal gucken, ob der uns sieht. Ja. Und weg ist er. Wabababab. Na? Eins, zwei, eins, eins. Mal gucken, ob wir den Takt herausfinden. Na, das war gut. Ach, komm her. So. Und keine Feuersalze, ne? Das sind wir die richtigen Atronachen hier. Voll Dödel. Wirklich die richtigen Atronachen. So, nochmal ein ganz kleines bisschen leiser, weil wenn ich mal lauter werde, dann ist es viel zu laut. Aha, aha, aha. Holzstäbe in der Wand. Lässt auf was Gutes hoffen. Und da haben wir noch ein Dings. Ein wie wild um sich her schwimmender Thaddäus. Ich nenne die ab sofort Thaddäus, die Viecher, weil, ne, die haben ja auch nur vier Tentakel da unten. Eigentlich ist es wirklich ein Thaddäus. Mit Scheren. Eine Thaddäus-Crabs-Mischung. Wie kann man das zusammenmischen? Crabdeus? Oder, ach, keine Ahnung. Was ist hier drin? Nichts?
Pilze, 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 Pilze. Ich gehe in die Pilze, ich gehe Pilze sammeln. Und das war's, ne? Wahrscheinlich ist das hier irgendwie so ein ritualer Ort, wo Riten veranstaltet werden. Aber keins mit mir. Komm her. Das war ein Droik. Oder wie ich sie jetzt nenne, ne? Die Krabs-Mischung. Ist da unten irgendwas? Ups. Genau den Trick wollte ich machen. Gehen wir einfach mal runter. Und tauchen nochmal ein Stück. Na, aber hier scheint nichts zu sein, wa? Nichts, was ich jetzt auf Anhieb sehen würde. Okay. Einfach mal so eine Höhle erkunden. Habe ich echt schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht, ne? Die letzte Zeit so dolle mit der Hauptstory beschäftigt, dass man jetzt auch mal einfach mal ein bisschen abschalten. Obwohl ich jetzt sogar nur wegen der Hauptstory weitermachen wollte, weil sie mir wieder eingefallen ist. Aber kann man natürlich auch so machen. So. Trapped. Brauche ich eigentlich noch gar nicht speichern. Sondern nehme erstmal die Sonde. Die Journeymans. Das geht aber so schön. So schön schnell. Und speichern. Beziehungsweise. Also nicht beziehungsweise, sondern nochmal vorher wechseln. Na du. Der kann mir ja egal sein. Hat er mich eben gerade nicht mehr gesehen, kurzzeitig. Na? Also trotzdem stark, ne? Also dauert trotzdem noch rein. Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Sehr gut. Diese Kämpfe hier. Lirenor. Ich habe Lirenor getötet. Wer auch immer das war. Und sie hat auch ein Aedra and Daedra Buch. Was ich mir auch einfach mal mitnehme. Jede Menge Gold. Noch meinen dekorativen Schädel, den ich aber nicht mitnehmen kann. Und nochmal was zum Öffnen. Was unser Diebesherz höher schlägen lässt. Journeymans. So, und natürlich auch nochmal den Journeyman Lockpick. Und jetzt. Sehr gut. Speichern wir mal. Speichern, speichern, speichern. Was ist das hier? Darkest Darkness. Ja, take all. Warum nicht? The winner takes it all. Ne? Du darfst behalten, was du tötest. Wie es auch immer so schön heißt. The Affairs of Wizards. Noch eine Rolle. One chest. Eine getragene Truhe. Na. Und da haben wir nochmal ein paar. Reflect. Resist. Mark. Und Cure Disease. Okay. Wer ist dieser Mark? Ja, das war's auch schon. Das war so eine kleine. Der habe ich noch gar nicht gelootet. Aber hier, der hat Feuersalz endlich mal. So eine kleine Höhentour ist ja auch nicht schlecht. Kann man sich mal geben, ne? Und jetzt gehen wir weiter. Jetzt gehen wir zum Nebadi Maesa. Und sagen der Guten mal Bescheid, dass wir hier unten noch gar nicht waren. Und hier sind noch ein paar Sachen. Hm. Was ist da drin? Ein paar Eier. Warum nicht? Was ist hier drin? Oh, noch ein paar Alchemie-Zutaten. Jede Menge sogar. So. Na los, geh hier hoch. Sehr gut. Also, wir sind auf dem Weg zu Nebadi Maesa. Auf dem Weg nach Vertania City. Ich habe ja überlegt gehabt, was ich ganz gerne machen würde, wäre eigentlich auch so ein Pokémon-LP.
weil ich das... Huch, ein Netschkuh. Weil ich das immer ganz interessant finde. Also, nicht interessant, sondern ich mag das Spiel. Sogar sehr gerne. Until Healed. Das dauert ja so oder so ein paar Stunden wahrscheinlich. Wir haben es jetzt 5, noch eine Stunde, dann ist es 6. Und dann können wir auch wieder gucken. Boah, erschreckt mich doch nicht so, Leute. Warten wir nochmal eine Stunde. Nee, Pokémon wäre echt ein Spiel, was ich gerne LP'en würde. Allerdings kostet das zu viel und dann hätte ich den meinen DS in der Zeit nicht. Direkt ein Klippenläufer natürlich. Na du? Du auch? Ah, der kommt noch nicht. Was sagt der Netzspulle oder greift er einen nicht an? Man weiß es nicht. So, ich wollte ja hier rüber, genau. Das war ja der eigentliche Plan. Irgendwie wollte ich hier rüberkommen. Ja. So. Und wir haben einen weiteren Flügel gekriegt, den wir für Levitationstränke übrigens benutzen können. Wenn wir mal irgendwann anfangen, wie gesagt, Tränke zu machen. Das wäre mal... Dann sind diese Dinger immer interessant. Und ich glaube, dass das doch ein bisschen angenehmer ist. Mit den 7-Meilen-Stiefeln. Da legen wir 7 Meilen in Stiefelzeit zurück. Ach, keine Ahnung. 1, 2, 3. Ja, okay, nur 3 auf einen Blick. Aber eine Netschkuh, eine Netschbulle. Was machen die denn hier? Und hier vorne ist wieder diese kleine Zwema-Stätte, die ich mir eigentlich ganz gerne angucken würde. Aber jetzt wollen wir mal wirklich kurz zu Nebadima Esa. Oh, 4. Ja, komm. Gehen wir hier einfach mal runter. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo noch rüberkommen. Ich glaube, da vorne kommen wir sogar rüber. Da war, glaube ich, sogar noch der 5. Ne, da. Klippenläufer. Gibt es hier eigentlich einen direkten Weg hin? Nicht so über die Berge oder ähnliches? Uha. Na los. Genau. Mehr wollen wir doch nicht. Aber ich beseitige die Körper übrigens, damit sie schneller respawnen können, die Gegner. Damit man mal wieder ein bisschen mehr Action hat auf dem Weg. Viele sagen ja, die Viecher nerven auch. Das stimmt schon, aber es ist halt Training, ne? Kann man nicht anders sagen. Es trainiert halt den Char. Man kann damit einen guten Fortschritt machen. Ich meine, ich habe jetzt alleine auch schon wieder wie viel mit Langwaffe? Wir sind schon wieder fast den nächsten Punkt. 41, da habe ich 2 Level Langwaffe einfach mal gemacht. Auf dem Weg zu Nebadima Esa. So, hier unten ist sogar der Eingang zu dieser Höhle hier, ne? Ich glaube, dass da irgendwas Specialiges drin war. Ich weiß allerdings nicht mehr was. Aber irgendeine verzauberte Robo oder ähnliches. Oh. Ah, hat sich doch anders entschieden, ja? Ja. Reicht aus. Wenigstens blocken wir hier gerade mal wieder ordentlich. Wie viel bringt denn das? Jetzt schon wieder. Ist ja gerade erst gestiegen. Boah, 4. 4 pro Schlag, der trifft. Da kann man sich das mal ausrechnen. Das heißt, wir haben schon 20... Ja, 50 Hits im Level up. Ne? So fast. So. Wir kommen hier einfach nicht rüber, ne? Wie habe ich das in meinem letzten Mal gemacht? Bin ich da rüber gesprungen mit einer Rolle? Nee, ne? So einen krassen Move habe ich dann nicht gemacht, ne? Glaube nicht. Glaube nicht. Glaube, ich bin hier irgendwo rüber gerannt. Das sieht doch nach dem Weg aus. Lass mich hier hoch. Lass mich hier hoch. Huch. Ich schätze mal, ich brauche auch wieder die Stiefel. Ich fall immer weiter runter. Na los. Na also. Ah, ich bin außer Puste. So, einmal Klippenläufer im Kopf. Na los, na los. Noch einer? Du da? Ich lass mal kurz mal. Nee, du da. Nein.
Ach so, ein Mist.